Hallo und herzlich willkommen bei Tobis Tooltime. Heute zeige ich euch, wie man ein Kabel richtig einkürzt. Ihr kennt es vielleicht, ihr kauft euch eine Leuchte, wollt ihr an die Decke montieren und merkt, oh, das Kabel ist ja viel zu lang. Dann stellt sich die Frage, wenn ich das hier anziehe, ist dann die Leuchte kaputt oder wie mache ich das überhaupt, dass das dann nachher das Haus dann abbrennt. Von daher abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann zeige ich euch, wie es richtig geht. Let's go! Wir beginnen mit dieser Box hier. Die bleibt normalerweise erhalten, wenn man das Kabel nicht einkürzt. In unserem Fall fällt die weg. Normalerweise schließt man hier dann die Drähte von der Decke an. Als nächstes messt ihr das Kabel ab, wie lange ihr das von der Decke hängen haben wollt. Schneidet es am besten länger ab, wie ihr es tatsächlich braucht, um das Ganze ein bisschen zu testen, weil für die nächsten Schritte braucht man ein bisschen Gefühl. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnte es sein, ihr verzwickt euch und dann ist das Kabel zu kurz, weil verlängert ist schwierig, einkürzen ist einfach. Ganz wichtig, benutzt am besten kein Cuttermesser, weil da hat man am wenigsten Gefühl und es kann sein, man schneidet die einzelnen Drähte ein. Am besten ihr nehmt so einen kleinen Seitenschneider, wenn ihr das zur Hand habt. Ansonsten geht auch ein großer und dann fangt ihr an ganz langsam und vorsichtig hier die Ummantelung so einzukerben oder einzuzwicken. Und dann, bevor ihr das jetzt ganz rundum macht, dann einmal hier so aufknicken. Dann seht ihr schon, dass die Drähte frei werden. Und so könnt ihr einfacher mit Gefühl hier den Mantel aufzwicken. Weil dieser hier muss auf jeden Fall nachher weg, um das an der Decke anzuschließen. Und hier seht ihr, Mantel weg und hier die Drähte auch noch einzeln unverletzt. Das ist ganz wichtig, dass hier nicht beschädigt ist, weil wenn das hier nachher beschädigt ist, kann sein, es gibt einen Kurzschluss an der Decke. Und das wollen wir natürlich nicht. Vorhin hatten wir ja dieses Anschlussteil abgeschnitten. Jetzt müssen wir den Anschluss für die Drähte an der Decke vorbereiten. Dazu nehme ich immer ganz gern diese Vago-Klemmen. Die gibt es eigentlich auch in jedem Baumarkt. Oder hier unterm Video verlinke ich euch so ein Set, wo alle möglichen Klemmen dabei sind. Das ist eigentlich ganz geschickt. Dazu müssen wir, wenn ihr so professionell ausgestattet seid, so einen automatischen Abmantler benutzen. Einfach zack. Dann ist hier der Draht frei, sieht man hier. Oder ihr nehmt den Seitenschneider, da aber auch mit ein bisschen Gefühl, vielleicht auch länger abmanteln, um das Ganze ein bisschen zu testen. Da muss man auch hier einfach diesen Mantel wegziehen. So, geht auch so. Und dann diese Klemmen hier auf die Drähte drauf machen. Fertig. Und jetzt kann man das Ganze an der Decke anschließen. Wie man das richtig macht, da haben wir ein extra Video für euch. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Und dann zeige ich euch gleich das fertige Ergebnis. Und wie ihr seht, jetzt das fertige Ergebnis. Voilà! Ein Tipp von mir noch. Lasst von diesem Kabel noch ein Stückchen hier oben in diesem Raum als Reserve aufgerollt. Falls ihr doch nochmal die Höhe variieren wollt, dann könnt ihr da einfach oben die Schraube lösen und das Kabel nach unten ziehen. Ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle.